Ja, moin, moin, Fußballfreunde. Jetzt kommt natürlich die Bewertung von gestern hinterher. Deutschland gegen Costa Rica oder Costa Rica gegen Deutschland. Wir wollen mal anfangen im Tor Manuel Neuer. Manuel hat gestern auch sicher nicht seinen besten Tag gehabt. Ich muss schon sagen, der eine Rahmen ist überhaltbar. Eine Riesenparade, das reicht nicht. Davon ist vier. So, dann haben wir unseren kleinen Kimmich. Ja, Kimmich war natürlich auf verkehrten Posten gestellt worden. Da hat sich der Flick sich natürlich ein Eigentor geschossen. Der ist ja im Mittelfeld viel wirkungsvoller und besser. So, das dazu, ich würde sagen, Kimmich, davon 4 minus. Ja gut, mit viel Wohlwollen. Dann haben wir unseren Süle. Ja, Süle, was ich immer sage, schlechtes Stellungsspiel und bei dieser Riesengröße, bei der über 1,90 groß, auch kein gutes Kopfballspiel, war gestern wieder unterirdisch, wie fast jedes Mal in der Nationalmannschaft, eine 5. So, dann haben wir Rüdiger, ja, der war natürlich gegen Spanien, war eine Klasse und auch noch gegen Japan war einer der Besseren, gestern total schwach. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, da das eine Ding vor der Halbzeit, den er da über wegluppen will, da muss ich unterhauen, da muss er Ding nach Manuel zurückspielen, da will er noch zaubern. Also eine 5, mit Wohlwollen, Rüdiger. Ich spreche nur von gestern, nichts anderes. Ja, dann haben wir natürlich unseren Raum, ja, wir haben noch ein bisschen Dampf gemacht nach vorne. Aber als in der nationalen Klasse, bei der WM, viel zu wenig, auch eine 5. Viel zu wenig gemacht. Auch nicht auf eigene Faust war, das war zu dünn. Der hatte genug mit seinem Mann zu tun. Und Costa Rica war, ist ein Witz im Grunde genommen. Dann haben wir unseren Gündogan. Ja gut, der spielt bei City ja immer. Das ist ein Stammspieler bei Manchester City. Und der Guardiola. Also der muss doch Fußball spielen können. Das sah ja aus, als wenn er den Ball gar nicht haben wollte im Mittelfeld. Also ganz dünn, eine 5. Ganz, ganz dünn für mich gespielt. Also wenn das um was geht, muss ich da auch mal. Ich muss auch mal eine gelbe Karte kriegen. Auch als Techniker. So, das ist eine 5. Haben wir Leon Goretzka. Ja, Leon war auch vorher lange verletzt. Das hat man gemerkt. Mit viel Wohlwollen eine 4. Aber mit viel Wohlwollen. Er hat ihn auch ausgewechselt, weil er offensiver werden wollte. Aber Leon ist ein guter. Aber wie gesagt, gestern war das nicht mehr wie eine 4. So, Ende aus. Gnabry, für mich noch einer der Besseren, hat das Tor schön geköpft und hat noch ein bisschen Gas gegeben. Davon eine 3 minus. Mehr war das auch nicht. Da muss auch noch mehr kommen. Ich kann nicht ein Tor machen und sage, jetzt mache ich erstmal eine Viertelstunde nichts mehr. So sah das ja aus. Zweite Halbzeit. So, aber ist egal. Dann haben wir Musiala. Ja gut, da habe ich natürlich Kritiken gelesen. Der war gestern Weltklasse und wunderbar. Also auf jeden Fall hat der Mann Mut gehabt. Der ist 19 Jahre alt, geht immer 1 gegen 1 und gegen 3 Leute. Wir haben da so wie Gündogan, der ist schon gefühlte 10 Jahre in England, der traut sich das nicht zu. Der traut sich das nicht 1 gegen 1 nicht zu, aber Musiala muss noch ein bisschen cleverer werden, das wird auch der Film ganz großer. Ich gebe ihm eine 3 plus, das war schon gut. Er hat auch den Pech gehabt mit der Schüsse gegen Pfosten. 3 plus. Ja, dann haben wir unser Sané. Ja gut, der war ja auch verletzt und der ist auch so anfällig. Hat natürlich nicht sein bestes Spiel gemacht, aber auch kein totaler Ausfall. Ich würde sagen 4 plus. Ja, dann haben wir unser Thomas Müller. Ja, Thomas wissen wir genau, was er kann. Und das ist davor seine Dynamik und auch sein Kopfballspiel, den einen muss er ja reinköpfen, den muss er blind reinköpfen, den kann er mit zu den Augen reinmachen, hat er auch nicht gemacht. Und jetzt zehrt das Alter auch an ihn ein bisschen, ich nehme an, dass er auch zurücktritt. Ich würde sagen, tut mir leid, ich kann auf den Namen keine Rücksicht nehmen, davon eine 5. Davon die Spieler. Und Flick, bin ich immer noch der Meinung, trennt euch von Hansi Flick. Wir müssen 2024, wenn ich das erleben darf, die Europameisterschaft hier spielen. Aber das muss eine schlagkräftige Truppe sein. Und am besten mit Kloppo aus England, dass der rüberkommt. Das ist Motivationskünstler. Der kann die jungen Leute auch richtig nach vorne bringen. Ich will nicht sagen, dass Hansi Flick nichts kann. In München ist er, hat er ja auch alles gewonnen. Aber jetzt müssen wir jemanden holen. Der Neuanfang muss unten, ganz unten gemacht werden.
am besten auch beim DFB und bei der DFL. Da müssen auch neue Leute, jüngere Leute hin. Aber das ist nicht meine Sache, so da wollte ich nochmal gesagt haben. Und die WM geht weiter. Und wenn ihr Böcke habt, ich gucke ab und zu nochmal rein. Ich werde die Kroaten, Marokko, das interessiert mich alles. Brasilien, Frankreich. Also ich werde ab und zu mich noch melden, wenn ihr das wollt. Alles klar. Und dann wisst ihr ja, ich freue mich schon auf die zweite Bundesliga oder erste Bundesliga. Auch alle Tango, tschüssi. Das war meine Bewertung und den Flick will ich nicht bewerten. Aber haben Sie, es wird Zeit, dass es geht. Alles klar, tschüssi.